Greta Janacek von Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Kampmann, ich meine, das Beispiel Arminia Bielefeld, das reizt mich jetzt schon ein bisschen, wenn Sie die IT-Sicherheit so international voranbringen wollen, wie das ja Kollege Mayer auch gesagt hat, dann ist es schön, wenn Arminia Bielefeld im DFB-Pokal vorankommt, aber Champions League ist das noch lange nicht, was Sie hier vorlegen. Im Gegenteil, das ist noch ziemlich viel Kreisklasse. Und ich glaube, um mal zum Ernst zu kommen mit dem Schutz unserer digitalen Infrastruktur. Ich meine, die SPD ist noch nicht so lange dabei, aber die Union ist 10 Jahre jetzt vorne. Da sind Sie in der Tat überfordert. Es hat jetzt 2 Jahre gedauert, bis der Referentenentwurf, damals ja noch von Friedrich, heute hier angekommen ist. Und es ist, wie es bei der digitalen Agenda insgesamt bei Ihnen ist, es ist halt wahrlich kein großer Wurf. Es ist eine konsequente Fortsetzung Ihres Klein-Kleins der digitalen Agenda. Denn was Sie hier vorlegen, das ist ein Gesetz zur Simulation von IT-Sicherheit. Was wir aber bräuchten, ist ein wirkungsvolles Regelwerk und nicht nur ein Regelwerk, sondern ein dynamisches Regelwerk, wo Sie darauf eingehen können und tatsächlich IT-Sicherheit verbessern können. Denn Ihr Ziel ist es doch, die kritische Infrastruktur zu schützen. Sie nehmen die Wirtschaft in die Pflicht, da stehen wir dahinter, stellen aber an die eigene kritische Infrastruktur des Bundes nur sehr geringe Anforderungen. Und da kann ich die Kritik schon verstehen, aus der Wirtschaft zu sagen, also was ihr von uns verlangt, würden wir gerne auch von euch sehen, das liefern sie nicht. Applaus 50 Milliarden Euro nach Schätzungen ist der Schaden, der durch Cyberattacken für die deutsche Volkswirtschaft entsteht. Der Bundeswirtschaftsminister stellt zu Recht fest, dass gerade in Kleinbetrieben Bedenken bei der Datensicherheit die Digitalisierung hemmen. Jetzt frage ich Sie allerdings, welchen Beitrag also leistet denn Ihr eigener vorgelegter Gesetzentwurf? Hilft das Gesetz der Wirtschaft, besser mit der Gefahr von Cyberangriffen umzugehen? Die Antwort ist eindeutig nein. Enthält der Gesetzentwurf wirksame Instrumente, die die Unternehmen zur IT-Sicherheit benötigen? Auch das ist nicht der Fall. Und hilft das Gesetz insbesondere den kleinen und mittleren Unternehmen bei der Digitalisierung noch weniger? Sie verlieren sich in Ihrem Gesetzentwurf in Unklarheiten. Das geplante IT-Sicherheitsgesetz wird in dieser Form keinen Beitrag zur Steigerung der IT-Sicherheit in Deutschland leisten. Und ich sage Ihnen auch, warum. Ihr Gesetzentwurf schreibt zwar eine Meldepflicht bei IT-Sicherheitsvorfällen vor, es bleibt aber völlig unklar, was mit den Meldungen passiert. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik kann sich ein Lagebild zur Sicherheit von IT verschaffen durch eine Dokumentationspflicht. Das ist vorgesehen. Die Frage ist allerdings, was passiert mit diesen Daten? Die Frage ist allerdings auch, welche Planungs- und Rechtssicherheit geben Sie den Unternehmen? Schauen wir uns mal die Begrifflichkeiten an. Stand der Technik, § 8 Absatz 1. Erhebliche Störung, § 8b Absatz 4. Kritische Infrastruktur. All diese Begriffe sind unklar definiert. An diesem Gesetz lässt sich überhaupt nicht erkennen, welche Unternehmen von der Meldepflicht überhaupt betroffen sind. Alles in allem, die Liste lässt sich lang fortsetzen. So viel Unklarheit hilft Unternehmen bei der IT-Sicherheit nicht weiter. Dass Unternehmen und ihre Verbände Meldepflichten kritisieren, ist natürlich wenig überraschend. Dennoch stellt sich hier schon die Sinnfrage, wo ist denn der direkte Beitrag zur Verbesserung ihrer IT-Sicherheit? Tragen die vorgesehenen verschärften Berichtspflichten tatsächlich dazu bei, das IT-Sicherheitsniveau von Unternehmen zu verbessern? Der Schwerpunkt Ihres Gesetzes müsste doch vielmehr auf der Behebung von und den vertrauensvollen Austausch über IT-Sicherheitslücken und Schwachstellen liegen. Und das tut er eben nicht. Und Sie bieten auch keinen Anreiz, Angriffe möglichst früh zu identifizieren und dadurch Schaden abzuwenden. Im Gegenteil, Sie schaffen eine Meldebürokratie, deren Verwertung, Analyse und Bereitstellung unklar bleiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die aktuelle Bundesregierung und die Vorgängerregierung waren beim Thema IT-Sicherheit jahrelang im Dämmermodus. Jetzt sind sie endlich aufgewacht. Das ist gut so. Da stimme ich auch Herrn Korte zu. Da gehen wir in eine Richtung. Die Herausforderungen sind komplex, das ist keine Frage. Der vorgelegte Gesetzentwurf überzeugt aber nicht, inhaltlich und konzeptionell, denn er hilft am Ende nicht bei der Herausforderung der IT-Sicherheit. Der Schutz von Cyberangriffen von kleinen und mittelständischen Unternehmen und auch von Privatusern bleibt dabei außen vor. Das kann uns nicht zufriedenstellen.
Deshalb, wenn Sie Champions League sein wollen, dann machen Sie endlich Ihre Hausaufgaben. Auf unsere konstruktive Begleitung dabei können Sie sich verlassen. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Clemens Binninger von der CDU-CSU.